Weitgehend verlassen hat auch der hochwertige Fernverkehr die Region. Das waren noch Zeiten, als Interregio-Züge quer durch das Mittelgebirge fuhren. Zurück zum Regionalverkehr. Die Baureihen 614 und 624 werden in den 90er Jahren nach und nach von den Triebwagen der Baureihe 628 verdrängt. In Holzminden hat ein Zug nach Ottbergen Halt. In Ottbergen ist schon Mitte der 90er Jahre vom ehemaligen Dampfbetrieb kaum noch etwas zu sehen. Die Gleise sind zurückgebaut, die Stellwerke aber noch besetzt. Auf dem Weg nach Altenbeken wird der kleine Ort Brakel erreicht. Ortswechsel nach Paderborn. Ein Interregio hat Einfahrt. Eigentlich nichts Besonderes. Doch, dieser Zug muss hier Kopf machen. Ab 1993 wurde die Strecke Soest-Paderborn für ein Jahr wegen des Ausbaus auf 200 km/h gesperrt. Die Umleitung führt über die nicht elektrifizierte Sennebahn nach Brackwerde an der Strecke Hamm-Bielefeld. Die E-Lok bleibt abgebügelt am Zug. 218er des BW Hagen-Eckesey haben die Umleiterleistungen übernommen. Dabei sind auch Maschinen, die noch die Citybahn-Farbgebung von 1984 tragen. Der Hauptbahnhof Paderborn im Jahr 2015. Wie es der Zufall will, regnet es wieder. Einfahrt hat ein Talent der Nordwestbahn aus Holzminden über Altenbeken. Er hat hier Endstation.
Ein Zug der Westfalenbahn nach Herford wird bereitgestellt. Es ist die RB72, die hier in Paderborn ihren Ausgangspunkt hat. Der Bahnhof Porta Westfalica an der Strecke Minden-Hamm. Das Durchbruchstal der von Süden kommenden Weser hat der Stadt den Namen gegeben. Ein Regionalexpress nach Düsseldorf rollt ein. Markant ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, das auf dem Wittekindsberg in Sichtweite des Bahnhofs steht. Der Bahnhof liegt direkt an der Weser, die Richtung Süden bei Bad Oeynhausen überquert wird. Weiter südlich liegt die Stadt Löhne. Vor dem Bahnhof soll dieser 44er Radsatz an die Dampfzeit erinnern. Löhne ist ein wichtiger Bahnknoten in der Region, Kreuzungspunkt der Strecken nach Osnabrück, Minden-Hamm und nach Hameln. Auch zwischen Hameln und Löhne sind Talent der Nordwestbahn unterwegs. 53 Kilometer sind es von Löhne nach Hameln. In der Mitte liegt Rintel Nord. Vor dem Empfangsgebäude steht dieser Radsatz von 01:10:55. Im Stundentakt sind die Züge der Nordwestbahn unterwegs. Die RB 77 fährt zwischen Bünde und Hildesheim.